hochkommen, der so gelobt worden ist. Was ist es denn, in so einer alten Stadt mit so viel Lob als Oberbürgermeister hier auf der Bühne zu stehen? Da kann ich nur sagen, danke für die Blumen, das tut natürlich gut, aber es ist so, Wahlkampf macht unglaublich Spaß, wenn man so eine tolle Mannschaft hat und wenn man erlebt, wie das in Aachen hier gelebt wird und wie viele Menschen sich interessieren für Politik und gerade auch dieses Zusammenspiel Europapolitik und Kommunalwahl, das ist für uns ein Glücksfall, weil wir in der Stadt Aachen immer eine Plattform sein wollten und das auch intensiv leben, auch für die Diskussion über europäische Themen. Der Karlspreis ist die beste Gelegenheit und das alles kommt in diesem Monat Mai, Ende Mai zusammen, dass wir die Europawahl haben, dass wir 4 Tage später den Karlspreis verleihen, dass wir zugleich auch die kommunalpolitischen Themen damit ein Stück verbinden können. Das tut Aachen gut und wir sind gerne Europastadt. Vielen Dank, meine Damen und meine Herren, für diese interessante Runde. Und bevor die Bundeskanzlerin spricht, darf ich das Wort an den Spitzenkandidaten für die Europawahl der CDU übergeben. Es spricht David McAllister. Meine sehr verehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, ich freue mich, heute Nachmittag bei Ihnen in Aachen mit dabei zu sein. Ich komme aus einer europäisch geprägten Familie. Meine Mutter war Deutsche, mein Vater war britischer Schotte. Ich bin europäisch aufgewachsen, zweisprachig. Und nun habe ich die Ehre, bei dieser Europawahl als nationaler Spitzenkandidat die CDU in den Wahlkampf zu führen, als Nachfolger von Hans-Gerd Pöttering, der das 2009 und 2004 für uns gemacht hat. Wir sollten in diesem Wahlkampf, und es sind noch 25 Tage bis zur Wahl zum Europäischen Parlament. Wir sollten positiv reden über die Vorzüge der europäischen Einigung und über die konkreten Vorteile, die jeder einzelne von uns hat. Die europäische Einigung ist ein großartiges Projekt des Friedens. Die europäische Einigung ist ein großartiges Projekt der Freiheit. Die europäische Einigung ist eine Wertegemeinschaft und eine Kulturgemeinschaft. Und wir Deutsche und insbesondere wir deutschen Christdemokraten wissen, auf Dauer geht es Deutschland nur gut, wenn es ganz Europa gut geht. Und dafür kämpfen wir am 25. Mai. Das Rückgrat der Europäischen Union ist der gemeinsame Binnenmarkt. Und die wirtschaftliche Einigung Europas bringt den Menschen im Alltag enorm viele ganz konkrete Vorteile unserer exportorientierten Volkswirtschaft bis hin zu den ganz kleinen Annehmlichkeiten im Alltag, wo eben Standards grenzenweit übereinstimmen und den Alltag für uns einfacher machen. Ich kandidiere zusammen mit einem großen Team an Engagierten in unserer christlich-demokratischen Union für ein sicheres Europa, für ein starkes Europa und für ein stabiles Europa. Ein sicheres Europa, das bedeutet auch mit Blick auf die nach wie vor besorgniserregende Situation im Osten unseres Kontinents, dass wir uns bewusst sind, gemeinsam sind wir in der Europäischen Union stärker. Gemeinsam sind wir in der Europäischen Union sicherer. Gemeinsam sind wir in der NATO stärker. Gemeinsam sind wir in der NATO sicherer. Und wenn wir uns zusammentun, dann können wir auch besser unsere Interessen in der Welt zum Ausdruck bringen. Deshalb setzen wir uns ein für ein sicheres Europa, auch bei dieser Wahl. Meine Damen und Herren, wir treten an für ein starkes Europa. Wir wollen ein handlungsfähiges Europa. Wir wollen eine Europäische Union, die sich auf die großen Zukunftsaufgaben konzentriert. Mehr Gemeinsamkeit in der Außensicherheit und Verteidigungspolitik. Mehr Gemeinsamkeit, um unsere gemeinsame Währung, den Euro, dauerhaft stabil zu halten. Mehr Gemeinsamkeit, um unseren Kontinent insgesamt wettbewerbsfähiger zu machen. Wir wollen den Binnenmarkt weiter vollenden. Wir wollen mehr Gemeinsamkeit in der Energiepolitik. Und wir wollen auch ein starkes Europa, um im Datenschutz und im Verbraucherschutz zu weiteren Ergebnissen zu kommen. Meine Damen und Herren, dort wollen wir mehr Europa, ein besseres Europa und ein effektives Europa.
should be bigger on big things and smaller on small things. Mehr Europa bei den großen Zukunftsthemen und zugleich, gerade weil wir überzeugte Europäer sind, sagen wir auch, die Europäische Union soll sich auf das Wesentliche konzentrieren und die Europäische Union soll sich eben nicht im bürokratischen Klein-Klein verzetteln. Deshalb erwarten wir auch von der nächsten Europäischen Kommission eine klare Schwerpunktsetzung bei den großen Aufgaben und zugleich soll sich die Europäische Kommission bei bestimmten Themen auch deutlich zurücknehmen. Nicht jedes Thema in Europa ist ein Thema für Europa. Wir wollen, dass Europa sich um die großen Themen kümmert. Dann ist es für alle Menschen in Europa insgesamt besser. Und drittens, und abschließend drittens, wir werben für ein stabiles Europa. Und zu einem stabilen Europa gehört auch ein stabiler Euro. Der Euro ist für uns mehr als nur unsere gemeinsame Währung. Der Euro ist für uns ein wegweisendes Zukunftsprojekt. Und wir sagen denjenigen, die die Rückkehr zu den nationalen Währungen propagieren, dieser Weg ist falsch. Das wäre politisch und ökonomisch die völlig falsche Antwort. Es ist gerade in unserem deutschen Interesse, dass der Euro dauerhaft stabil bleibt und dass wir in Europa auch unsere gemeinsame Währung dauerhaft behalten. Es hat in den letzten Jahren enorme Anstrengungen gegeben und wir sind noch lange nicht über den Berg, um Europa gestärkt aus der Krise zu führen. Wir brauchen einen Dreiklang aus effektiver Finanzmarktaufsicht und Regulierung, strukturellen Reformen für mehr Wachstum und Beschäftigung und eben einer Politik, die die nationalen Haushalte konsequent konsolidiert. Es gibt Erfolge in Spanien, in Irland, in Portugal. Und wir wollen diesen Weg weitergehen, solidarisch als Deutsche und eben auch mit dem Anspruch, dass es Solidität auch in denjenigen Ländern gibt, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Und es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen uns auf der einen Seite als Christdemokraten und den europäischen Sozialisten auf der anderen Seite. Nämlich die Frage, ob die Schulden, die nationalen Schulden europaweit vergemeinschaftet werden sollen oder nicht. Hier gibt es eine klare Antwort der CDU. Jeder EU-Mitgliedstaat ist selbst für seine eigenen Schulden verantwortlich. Eine Vergemeinschaftung der Staatsschulden durch sogenannte Eurobonds oder einen europäischen Schuldentilgungsfonds wird es mit uns nicht geben. Wir arbeiten dafür, dass die Europäische Union eine Stabilitätsunion bleibt und eben nicht eine Schuldenunion wird. Und darüber wollen wir die Menschen gerne abstimmen lassen. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie um Unterstützung. Machen Sie Werbung die verbleibenden 25 Tage bis zur Wahl zum Europäischen Parlament. Dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen, um auch das Projekt der europäischen Einigung eine starke demokratische Legitimation zu geben. Und wir kämpfen dafür, dass CDU und CSU in Deutschland wieder stärkste politische Kraft werden, damit wir möglichst viele Abgeordnete nach Brüssel bzw. Straßburg entsenden können. Und wir kämpfen auch dafür, dass Jean-Claude Juncker aus Luxemburg nächster Präsident der Europäischen Kommission wird. Ich wünsche den Kommunalwahlkandidaten, allen voran dem Oberbürgermeister, viel Erfolg bei der Kommunalwahl am 25. Mai und ich freue mich auf ein gutes Miteinander mit den nordrhein-westfälischen Europaabgeordneten und Kandidaten, mit Herbert Reul, mit Elmar Brok, mit Sabine Verheyen und vielen anderen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nun hat die Frau das Wort, für die wir Politik machen. Sie ist die Kanzlerin, sie ist unsere Parteivorsitzende, sie macht eine exzellente Politik für Deutschland und für Europa und deshalb werben wir auch und gerne für Angela Merkel. Vielen Dank. Die Kommunen übernommen und deshalb wollen wir starke Kommunen, meine Damen und Herren, die auch wirklich gestalten können.